Liebe Medienvertreter, liebe Zuschauer im Umlauf des Stadions, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Auf dem Podium begrüße ich die beiden Trainer Christian Titz vom 1. FC Magdeburg und FCK-Cheftrainer Marco Antwerpen. Das erste Wort gebührt auch heute den Gästen. Herr Titz, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, war ein Spiel gewesen, wo in der ersten Halbzeit Kaiserslautern tief gestellt hat. Wir haben dadurch eine Spielkontrolle bekommen, waren aber in den ersten 20 Minuten fahrig, hatten wirklich drei Fehlpässe mit dabei, die richtig gefährlich hätten werden können für uns. Auch bei der einen Freistoßaktion, wo wir auf Abseits spielen wollen. Und letztendlich dann Dominik Reimer den Ball klärt. Nach dem 1-0 war es ein Spiel, wo eigentlich für uns gelaufen ist, wie wir die Räume angeboten bekommen haben, wie wir den Gegner bespielen konnten. Es war dann klar, dass Kaiserslautern in der zweiten Halbzeit, so haben es wir zumindest vermutet, etwas anders aus dem Spiel rauskommt, und für uns war logisch, hinten herum keine unnötigen Ballverluste, keine Eingaben produzieren von der Außenseite, Freistöße, weil da ist Kaiserslautern in der Qualität wirklich enorm stark, wenn sie mit ihren Eingaben kommen, wenn sie mit ihren wuchtigen Spielern, mit ihren Spielern, die dann auch in der Boxqualität haben, da sind. Und mit dem 1-1 wurde es ein anderes Spiel, dann wurde es ein Stück weit hitziger, dann wurde es ein Stück weit körperlicher, und wir haben es dann nicht mehr so sauber gespielt, wie ich es mir gewünscht hätte und vorgestellt hätte. Als wir dann das 2-1 allerdings machen hätten, da haben wir es dann verpasst, mehr Ruhe in dem Spiel drin zu lassen, und haben dann einen Elfmeter gegen uns bekommen, den der Torwart gehalten hat. Und dann hatten beide Mannschaften auch noch im Verlauf des Spiels eine Möglichkeit, um das Spiel auch in die andere Richtung zu entscheiden. Dankeschön. Marco, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, gut. Wenn man, glaube ich, die ersten Situationen sieht, die waren, glaube ich, alle für uns richtig gute Torchancen, auch nach dieser versuchten Abseitsfalle von Magdeburg. Ich glaube, da müssen wir zwingend, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut, ich glaube, da waren fünf Spieler, glaube ich, frei im 16er. Da musste zwingend das 1-0 machen, und das wäre natürlich, glaube ich, ein perfekter Start gewesen. Danach nochmal, glaube ich, die Chance von Terence, als er alleine auf den Torwart zuläuft. Also denke ich, gerade am Anfang, obwohl wir ein bisschen tiefer gestanden haben, hat es eigentlich funktioniert, dass wir Magdeburg halt wieder in die Räume locken ziehen wollen und dort die Ballgewinne dann haben. Das hat funktioniert, und ja, kriegen dann halt, wo wir dann einmal uns defensiv nicht gut verhalten, kriegen wir das 1-0, was aber auch schwierig ist, Ito die ganze Zeit so zu verteidigen, weil der Junge hat wirklich schon Qualität. Und liegst 1-0 hinten, und dann war uns klar in der Halbzeit, dass wir ein bisschen offensiver spielen müssen, mehr machen müssen und mehr anlaufen. Das haben wir dann, glaube ich, auch gemacht, und dementsprechend dann auf 1-1 gestellt, dann den Elfmeter kassiert, Elfmeter noch verschossen, das kann ich auch alles runterziehen, aber dann drin geblieben in der Partie, das 2-2 noch gemacht, und ja, unterm Strich muss man dann halt wahrscheinlich sagen, dass es dann auch ein verdientes Unentschieden gewesen ist. Aber ja, wir waren schon richtig griffig, auch zweite Halbzeit, haben uns da von Rückschlägen nicht runterziehen lassen, sondern waren halt immer in der Partie drin. Sehr intensiv, sehr emotional. Dann zum Schluss noch, aus unserer Sicht, glaube ich, recht unnötig, dass sowas passiert. Aber wie gesagt, solche Foulspiele dann genau von der Trainerbank, dann kommt es meistens zu solchen Situationen, ist nicht schön. Hätten wir auch gerne vermieden, aber ja, war halt so. Und dementsprechend nehmen wir das Ergebnis jetzt so mit. Vielen Dank. Danke, Marco. Jetzt ist Zeit für Fragen der Medienvertreter. Wer eine Frage hat, den bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Gibt es Fragen an einen der beiden Trainer? Der Kollege hier einmal bitte zum Mikrofon, das steht hier an der Seite. Ben Hornig von der Bild-Zeitung aus Sachsen-Anhalt. Frage an Christian Titz. Jetzt ist 12 Spieltage vor Schluss. Haben Sie den FCK auf Distanz gehalten? Das heißt, der Punkt ist für Sie ein gewonnener Punkt? Oder sehen Sie nach zwei verspielten Führungen heute das eher als zwei verlorene Punkte an? Ja, wahrscheinlich der Kollege ähnlich enttäuscht, aber wir sind enttäuscht, weil wir eigentlich ein Spiel dann aus der Hand gegeben haben, wo wir es nicht mehr so klar weitergespielt haben, wie wir uns gewünscht hätten. Aber zum Ende des Tages muss man sagen, geht das 2-2 absolut in Ordnung. Und als zweite Frage nochmal die Situation mit Florian Kahrt. Die ist eine, wie haben Sie die Situation selber gesehen? Und das zweite, dann gab es Rot für Ihren Co-Trainer Silvio Bankert. Wie haben Sie die Situation gesehen? Ja, es war so gewesen, dass Freistoß für uns war. Flo ist noch auf dem Weg, rätscht rein, spielt den Ball, trifft auch den Gegenspieler. Dann weiß ich, im Fußball gehören Emotionen dazu, und die spielen auch hoch, und dann springen natürlich alle hoch und gehen auf ihn los. Dann ist Silvio reingelaufen und wollte schlichten, wollte auseinanderhalten, ist dann runtergerissen worden. Also er hat die Coachingzone verlassen, das ist in der Regel dann strafbar, das weiß ich.
In dem Fall haben aber etliche die Coaching-Zone verlassen. Also er hat keine Tätigkeit oder was begangen. Dankeschön. Bitte. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen allen, vor allem unseren Gästen aus Magdeburg, einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.